Der Deutsche Präventionstag. Zwischenruf. Erich Marx im Gespräch. Heute ist Mittwoch, der 8. April 2020. Ich bin Erich Marx und als Geschäftsführer des Deutschen Präventionstages freue ich mich sehr über Ihr Interesse an unseren Zwischenrufen zur Prävention. Zum heutigen Zwischenruf begrüße ich am Telefon sehr herzlich Professor Jörg Zirke. Herr Zirke ist seit vielen Jahrzehnten ein national wie international besonders ausgewiesener Sicherheits- und auch Präventionsexperte. Bis zu seiner Pensionierung, das ist allenthalben natürlich bekannt, war Herr Zirke zuletzt Präsident des Bundeskriminalamtes. Aktuell fungiert er als Vorstandsvorsitzender der Opferhilfevereinigung Weißer Ring. Herr Zirke, ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich und darf Sie zunächst gerade mit Blick auf Ihr Ehrenamt beim Weißen Ring fragen, wie erleben Sie die Arbeit dieser Organisation in diesen aktuellen Krisenzeiten? Ja, erstmal vielen Dank, Herr Marx, dass ich an diesem Zwischenruf mitwirken darf. In der Tat, der Weiße Ring macht sich natürlich auch große Sorgen. Wie geht es mit der Arbeit des Weißen Rings in diesen Krisenzeiten eigentlich weiter? Zumal die größte Herausforderung für uns und für unsere Ehrenamtlichen das Thema Social Distancing ist. Vor allem natürlich deshalb, weil diese Altersgruppe, unser Opferhelfer, selbst überwiegend zur Risikogruppe gehört. Also 65 plus, auch 70 plus. Und unser Markenzeichen ist ja eigentlich der persönliche, mitmenschliche Kontakt. Und der muss derzeit mit dem Opfer weitgehend, eben durch das Gespräch per Telefon, Austausch von Mails oder selbst bei persönlicher Begegnung durch die Einhaltung der Abstandsregel gewährleistet werden. Das behindert natürlich enorm die Arbeit, das kann man sich ja gut vorstellen. Aber wir bewerben unser Opfertelefon und die Online-Beratung deshalb sehr stark, haben unsere festen Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, auch die Landesbüros teilweise. Und hinzu kommt, dass wir auch im Grunde mit dem Schlimmsten rechnen müssen, dass wir kaum noch die direkten Kontakte unser Ehrenamtlichen zulassen können. Und deshalb sind wir für den Ernstfall so gerüstet, dass wir die 400 Außenstellen und 3000 ehrenamtlichen Opferhelfer vollständig von der Bundesgeschäftsstelle in Mainz aus koordinieren könnten, wenn der Ernstfall wirklich eintritt. Und wir hoffen das natürlich nicht, weil dann der Aufwand in Mainz natürlich auch entsprechend groß wird. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich der Schwerpunkt jetzt in dieser Zeit, die Kriminalprävention. Wir waren verstärkt vor den Auswirkungen der häuslichen Gewalt an Frauen und Kindern und natürlich vor den betrügerischen Machenschaften durch den Missbrauch der Angst der Menschen. Der alten Menschen vor allen Dingen auch, ja. Welche Präventionsaspekte erscheinen Ihnen deshalb im Moment von diesen Zielgruppen mal abgesehen oder darüber hinaus betrachtet besonders wichtig? Naja, wir sehen also einen deutlichen Anstieg der Fälle häuslicher Gewalt auf uns zukommen, zumal ja in fast allen Haushalten Isolation und Quarantäne stattfindet. Und das zwingt im Grunde ja die Menschen, in der Familie zu bleiben. Hinzu kommen dann Stressfaktoren wie finanzielle Sorgen und Zukunftsunsicherheit. Und diese Spannung kann sich eben in Gewalt entladen. So wie wir es aus China schon gehört haben, wie wir es aus Italien und Spanien gehört haben, gegen Frauen, gegen Kinder, aber auch, das will ich hier durchaus betonen, auch Männer sind oftmals Betroffene. Ja. Und unsere Opferhelfer haben auch die Erfahrung von Festtagen wie Weihnachten, wenn Menschen tagelang zu Hause sind, dann gehen die Fallzahlen nach dem Fest deutlich in die Höhe. Und das ist genau unser Problem. Die Kontaktbeschränkungen dauern aber sehr viel länger als Weihnachten. Die Stressfaktoren sind auch größer und auch die Ungewissheit, wie lange die Krise andauert. Und deshalb müssen wir leider mit dem Schlimmsten rechnen. Die Gewalt, das habe ich eben schon angedeutet, geschieht jetzt. Sichtbar wird sie aber erst, wenn die Beschränkungen aufgehoben sind. Und das zeige eben auch die Erfahrung nach den Weihnachtstagen. Betroffene melden sich eben erst dann, oder sie melden sich häufig nicht, solange sie mit den Tätern auf engem Raum zusammenleben müssen, sondern erst danach. Und das andere große Thema ist der Trickbetrug, die Ausnutzung der Unsicherheit der Menschen, schamlose Ausnutzung, muss man sagen. Dabei ist der Erfindungsreichtum der Täter natürlich sehr groß. Beispielsweise der falsche Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, der klingelt, um einen angeblichen Corona-Test durchzuführen. Ja, ja. Wirklich, also, wenn man nur in die Wohnung eindringen, nach Bargeld und Wertsachen suchen. Oder nehmen Sie den Fall des vermeintlichen Enkels, der
um die Finanzierung von Corona-Medikamenten bettelt. So werden Betroffene unter Druck gesetzt, Geld am Boden zu übergeben. Und was noch schamloser ist, ist im Grunde, dass es im Netzjahr Täter gibt, die mit dubiosen Schnäppchen von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln werben. Also Betrugsmaschen ändern sich ständig. Und umso wichtiger ist es natürlich für uns als Opferhilfeorganisation, die Tricks, Lügen und Täuschungsmodelle betroffen aufzuzeigen. Dabei will ich nicht vergessen, dass auch das ganz große Thema Cybercrime deutlich im Kommen ist. Phishing-Mails zur Aufspürung von Kontodaten, nachdem da überall beworben wird, dass man kontaktlos zahlen soll, beziehungsweise dass man durch Überweisung zahlen soll, im Internet Bestellungen durchführen soll. Das hat deutlich Konjunktur. Deshalb ist für uns natürlich Kriminalprävention, oder wem sage ich das, Herr Marx, der beste Opferschutz. Ja, und wir haben ja auch die Situation, dass immer wieder neu falsche Polizeibeamte auftauchen. Und es ist ja scheinbar nicht ausrottbar, was da sich alles ausgedacht wird. Der ständige Wechsel, also das ständige Hase- und Igel-Spiel zwischen den bösen Buben und denen, die es verhindern wollen. Herr Zirke, was ist das zentrale Anliegen Ihres heutigen Zwischenrufs? Also im Grunde sind es drei zentrale Anliegen. Das eine ist, das Opfer von Gewalt oder anderen Formen kriminellen Unrechts, dass bei denen Sicherheit und Selbstwert gefühlt so nachhaltig erschüttert wird, dass es auch die Lebensgrundlage entziehen kann. Und deshalb wollen wir darauf besonders hinweisen, dass diese Opfer einer besonderen Fürsorge bedürfen. Das zweite Thema ist, der Weißring stellt wegen der Corona-Krise seine Hilfe nicht ein. Auch, wie schon angedeutet, unsere Mitarbeiter ja überwiegend aus der Risikogruppe gehören. Denn viele Folgen von Straftaten sind für Betroffene und ihre Angehörigen eben irreparabel. Wir stehen nach wie vor für alle Opfer zur Verfügung. Und das dritte zentrale Anliegen, ich habe das ja angedeutet, mit der Kriminalprävention. Durch die Corona-Krise sind wir in einer außergewöhnlichen Situation und der Blick richtet sich derzeit verstärkt auf das Gesundheitswesen. Das ist gut, das ist auch alles richtig. Aber dennoch glauben wir, dass wir die Stimme erheben müssen für die Frauen und Kinder und eben auch betroffene Männer, die durch häusliche Gewaltschaden erleiden. Im Hinblick auf die vielfältigen Betrugmaschen, die derzeit im Umlauf sind. Unglaublich, was da alles neu kreiert wird. Und deshalb ist Sensibilisierung erforderlich, Aufklärung erforderlich, um Straftaten zu verhindern und potenzielle Opfer zu schützen. Ja, das ist eine echte, wirklich auch gesellschaftliche Herausforderung, ne, zur Fortentwicklung unseres Miteinanders, unseres menschlichen Miteinanders. Herr Zirke, das ist wunderbar. Darf ich Sie abschließend noch um eine zusammenfassende Aussage zu Ihrem Zwischenruf bitten? Das hat sich so ein bisschen eingebürgert in dem bisher geführten Interview. Was ist Ihre zentrale Aussage zum Schluss? Ja, sehr gerne. Also bei all den wirtschaftlichen Fragen und Nöten, die uns alle ja zu Opfern dieser Krise machen, habe ich die große Befürchtung, dass diejenigen in Vergessenheit geraten könnten, die durch kriminelle Taten zusätzlich Opfer werden. Und das darf nicht geschehen. Und deshalb nochmal unsere klare Botschaft, auch in der jetzigen Zeit ist der Weiße Ring für die Opfer da. Und unser Opfertelefon, die Online-Beratung und die 400 Außenstellen. Wir sind in der Lage, schnell und direkt nach wie vor zu helfen, auch finanziell zu helfen. Und ein besonderes Anliegen ist für mich, dass ich die große Hoffnung habe, dass diese Krise, die in bisher ja ungeahnter Weise den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft, der Menschen untereinander, der Nachbarschaftshilfe nachhaltiger als jemals zuvor gestärkt hat, dass dies am Ende dieser Krise auch für das Ehrenamt einen neuen gesellschaftlichen Aufschwung bedeuten wird. Das ist meine Hoffnung, aber gleichzeitig auch meine Überzeugung. Und ich hoffe auch, ein positiver Aspekt, den man hier zum Schluss anwenden kann. Ja, das ist wunderbar. Mir fällt dazu das Strucksche Gesetz ein. Kein Gesetz geht so aus dem Bundestag raus, wie es reingeht. In diesem Falle könnte man sagen, keine Gesellschaft geht im optimalen Falle so schwierig in eine Krise rein, auch wenn es mit der Prävention nicht immer ganz so geklappt hat, der Vorbereitung, wie sie aus einer solchen Krise herauskommt. Das, denke ich, ist ein wunderbarer Wunsch, dem ich mich nur anschließen kann. Hoffen wir, dass wir daraus im zwischenmenschlichen Miteinander eine Menge lernen. Herr Zirke, ganz herzlichen Dank für Ihren Zwischenruf. Machen Sie es gut, wir bleiben in Kontakt und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Marx. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.